Ja, hallo und wunderschönen guten Tag zu diesem Replay of the Week. Heute mit dem Skorpion G und dem Rootmaster 81 von Jekyll. Also ein sehr schöner Panzer auf einer noch schöneren Karte, die ich leider fast noch nie gesehen habe. Ich war ein einziges Mal drauf, der Karte Paris nämlich. In der Standardausführung selbstverständlich. Und er ist hier Low-Tier. Das ist natürlich noch besonders, denn wir haben oft Replayers of the Week, wo ein Panzer Top-Tier ist oder sonstiges. Aber hier als Low-Tier, das ist sehr schön. Darauf freue ich mich jetzt. Schauen wir mal, was er hier anstellt. Ich selber bin bei der Karte definitiv kein Fachmann. Aber er nimmt hier auf jeden Fall die Position ein, die auf der Karte hier etwas freier ist. Denn hier oben der Bereich sieht man ganz schön. Hier hinten überall, da ist viel Platz. Also hier überall. Und hier in der Stadt selber, da wo auch sein Zugpartner fährt, das ist der Bereich, da wo man als Heavy sich definitiv wohler fühlt. Jetzt macht er so mal Blindshots in die Richtungen, wo er sich auskennt. Das ist halt bei dem erfahrenen Spieler, der schon die Map ein bisschen kennt. Der weiß, okay, wo könnte was wie wo sein. Steht auch so weit weg vom Busch, dass er dementsprechend gar nicht erst aufgehen kann. Fahrt aber jetzt weiter vor. So, und da hinten der Jagdtiger. Und da braucht er, glaube ich, keine Angst haben, dass er da aufgeht über diese extrem weite Distanz. Hat auch gleich das schöne Zeichen gesetzt. Na, der ist schon sehr weit jetzt da weg. Da der Jagdpanzer 100, der gerade hier schön seitlich gewesen wäre, konnte er dann zwar ketten, aber der hat die Kette so schnell wieder repariert, dass da kein weiterer Schaden mehr drauf möglich war. Das ist extrem schwierige Schüsse, die er hier versucht zu nehmen. Jetzt macht er hier weiterhin die Blindshots. Hat jetzt scheinbar schon, obwohl hier ja Patze gewesen wären, direkt genug von der Position. Stellt sich da oben hier in diese lange Straße. Fahr da jetzt erstmal rein, mal schauen, ob er hier verharrt, weil da auch da wird immer viel gemacht. Oder ob er mit seinem Zugpartner da irgendwie helfen will. So kann er jetzt nämlich den ins Heck schießen, falls da jemand rumdrückt, so wie jetzt der T-54. Der aber jetzt im letzten Augenblick gerade sich da noch zurückzieht. Oh, oh, ja, E75. Ne, auch hier wieder die Kette. Also bisher, muss man sagen, läuft der Schaden noch nicht so. Und da FV in der Straße. Der schaut aber nicht auf ihn. Das heißt, hier fahrt er mal rein, zieht ihm die Kette, sehr clever. Für eine Unterstützung, so wie die hier. Kann der, zieht dann nochmal drauf. Der FV, der scheint hier irgendein Problem zu haben, weil sonst wird er hier sich bestimmt in irgendeiner Form wehren, aber egal. Den Damage stimmt man natürlich sehr gerne mit. T62A. Aber da nicht zu beschießen. 4 zu 8 steht's. Sein Kompagnon ist da auch schon raus. Sehr schön den Bulldog rausgenommen. Da unten kommt jetzt ein Conqueror. Der hier wiederum den 113er rausnimmt. So, zündet den da direkt an. Da hat er lange gebraucht zu den Brand zu löschen. Aber man hat gesehen, den hätte er dann in One-Shot wegmachen können, hat aber dann eher ein 100 das Ganze besorgt. Wieder ein Blinded, also der schießt sehr, sehr, sehr viel Blind in Büsche.
Dementsprechend ist natürlich auch die Trefferquote nicht so gut am Ende der Runde, aber das ist erstmal egal. Und man sieht halt die große Stärke dieses Panzers, diese unglaubliche Mobilität. Dass man einfach, vorher war er noch dabei A1, B1, jetzt ist er mittlerweile auf der fast Gegnerseite in gleicher Position. Und das mit dem größtmöglichen Umweg, das muss man halt erstmal machen. T62, ja, schön, dass er den da noch rausnimmt. Da war es sehr knapp, dass der gerade noch um die Kurve kommen könnte, aber dann doch nicht. Super. So, jetzt steht er hier. Oh ja. Sehr schön. Jagdpanzer 100 weggemacht. Zeitlich perfekt draufgekommen. Und er hat seine Fahrt noch lange nicht beendet. So, jetzt da hinten sind natürlich noch sehr viele Gegner, die auch noch alle recht gut Hitpoints haben. Der E100 von ihm hat auch noch einiges, den muss er jetzt irgendwie unterstützen. Hier über die Baustelle gebrettert, die zum wunderschönen Eiffelturm führt. Da vorne auf diesem Platz war ich auch schon. Sehr, sehr beeindruckend nach wie vor dieses Bauwerk in der Realität. Besonders auf der ganz oberen Etage. Entschuldigung, den E50 hat er da gerade getroffen. Aber ich muss hier oben, da oben. Da ist auch das Zimmer sozusagen von dem ehemaligen Erbauer. Also sehr schön, kann ich nach wie vor immer empfehlen. Ist nach auch einen Blick immer wert, auch wenn natürlich... So, jetzt muss er aufpassen, jetzt hat er nur noch 301. Auch wenn natürlich dieses Anstehen für den Eiffelturm sehr, sehr heftig ist, weil da muss man richtig, richtig lang anstehen. So, der E50 hat da nur immer extrem wenig Schaden gemacht. Dementsprechend konnte er da so den noch einen sich einholen, sag ich mal. Der Jagdtiger hat da verschossen. Dementsprechend kann er jetzt hier in Ruhe zielen und nimmt den raus. Perfekt. Wie man sieht, ist es sein sechster Kill gewesen. Das heißt, der Krieger, jetzt haben wir noch den E75, den T54, E1 und den IS-3. Auch sein E100 hat nicht mehr viel. Also jetzt ist er in dem Bereich noch einmal getroffen werden, dann war es das. Der IS-3 schaut auf die Stelle, wo er ihn zuletzt gesehen hat. Dementsprechend konnte er seitlich den holen. Schöner Kill. Jetzt kommt die Gun Depression nicht zurecht. Das ist ja zum Mäusemelken. Hätte er schön seitlich da jetzt beschießen können, aber da will die Kanone nicht so mitmachen, wie man sie gerade haben will. Und er musste halt echt aufpassen. Er hat halt so wenig Hitpoints noch, aber vielleicht hier mit dem Busch arbeiten. Jetzt wird hier auch noch gewackelt, vielleicht den Gegner noch einen Schuss rauszuziehen. So, jetzt hat er den getroffen auf den Helm und dementsprechend sind jetzt beide in dem Bereich, sowohl der T54E1 als auch er, den mit dem nächsten Schuss da rauszunehmen. Der ist jetzt wohl scheinbar in die Querstraße abgebogen. Der holt sich jetzt den E100. Das heißt, er muss jetzt schnell den E75 klar machen. Was jetzt passiert? Oh, er hat nur noch 3 Granaten und davon ist eine Premium und 2 HE. So, der E100 wird vom T54E1 gekillt. Jetzt hat er natürlich dementsprechend auch noch wahrscheinlich einige Schuss im Magazin. Und jetzt wird's das One-on-One der beiden.
Bradley Walters hat er ganz klar. Pool schafft er nicht mehr. Macht hier im Vorbeifahren den Kill klar. Sensationelle Runde. Wahnsinnig gut gespielt. Und definitiv kein Schaden, der nur im Snipen geholt worden ist. 6818 Schaden, 723 unterstützt und das als Low-Tier. Sensation. Mir hat's gefallen. Ich hoffe euch auch. Für mich verdient ein Replay auf dem Weg. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.